Jakob seine Ausstellung ein wenig schlüssig. So, Jakob nebelt seine Fahrzeuge auch ein. Noch zweimal zum Mann Truppen. Und dann müssen sie sich das weiter zu verstehen. Steigen die Vendetta und es müsste eigentlich alles auf dem Feld sein, glaube ich. Vendetta steigen, weil die Leute aus. Ah, es sei denn, Vendetta steigt noch was aus. Trumpf fehlen noch zwei Stück. Thank you.
hat, haben wir den Reserve abgeschlossen. Wenn ich die Karte bekommen kann. Nee, nee, nee. Regendiskussionen darüber, ob Einheiten, die aus einem Fahrzeug aussteigen, das aus der Reserve kommt, als aus der Reserve zählen oder nicht. Jakob ist der Meinung, die zählen als aus dem Fahrzeug. Niemand meint, die kommen aus Reserve. Deswegen gehen wir was Neues. Bitte? Da die Reserve abgewickelt ist, hat man sich darauf geeinigt, dass die Einheiten, die jetzt aus der Chimäre aussteigen, als nicht in Reserve befindlich gelten. So, Bewegungen scheinen abgeschlossen. B-Schussphase. Jakob verteilt fleißig Befehle. Momentan gibt es Akkusis erst Befehle. Sämtliche Waffen aus diesem Trupp treffen. Sieben Wunden auf die Terminator. Die Wunden für die Schwerter. So, ein Schwert und zwei weitere Terminatoren wurden in diesem Zug erschossen. Sehr ärgerlich. Fehler.
Nächste Befehle, dass der entsprechende Trupp, wie gerade eben angezeigt, den Panzer vor sich zerstört. Aber der Befehl geht nicht durch. Und den gleichen Befehl nochmal auf sich selbst. Befehle geht durch. Was in welcher Zone ist, ne? Also Schuss gut, zwei Schuss. Die Seite. Seite. Synchronisiert. Okay, dann Deckung. Einmal lang, einmal kurz. Lang. Lang. Kurz oder nichts. Bei der 1, 3 ist der zuerst gefallen. Ja. Okay, zuerst gefallen. Okay. Schiff, Schiff. Volltreffer, Blaster, Pistole. Und gedeckt. Dann schießen Sie. Kein Schaden. Kannst du mal hier? Drei Meter. Ja, die andere. Weiß ist der Lange. Meldebeschuss. Ein und zwei. Ein Volltreffer. Ein Volltreffer, ein Schreibtreffer. Drei. Irgendwas voll lahmgelegt. Also durchgeschüttelt und lahmgelegt. Durchgeschüttelt und lahmgelegt. Durch Streif und Volltreffer. So. Dann schießen. Die beiden Vendetten. Mal auch mit der mit seiner Laserkanone und der mit seiner Laserkanone. Das genebelt ist weg. Beide Vendettas auf den eingenebelten Transportpanzer. Synchronisiert. Ein Treffer. Ein Treffer. Streifschuss. Gedeckt. Der hier schießt auf das zweite Auto. Zweite Auto. Darüber, wie die Filmschablone angelegt werden. Zuerst schätzen, dann anlegen oder erst messen, Schablone platzieren, Schablone geschätzt platzieren und dann messen. Genau, ich schieße die Schablone, das hintere Ende, also das hintere Ende muss näher sein.
den wir auf den Weg gelegt. Ich bin nicht so ganz mitbekommen. Treffer für seinen Wagen. Nicht entdeckt. Und durchgeschüttelt. Zwei Schuss von der Hydra und das ist bereit. Eine Aufhängung der. Ja, das geht. Zwei Schuss von der Hydra auf den schon durchgeschütteten Panzer. Zwei Volltreffer. Ein Decker bestanden und erneut durchgeschüttelt. Ich schieße diese Chimäre hier. Die Chimäre beschießt einen weiteren Panzer. Ja, an dem Ding hier vorbei, da. Die Seitenpanzerung sind. Nochmal? Also, wenn es wirklich so ist, sonst. Ja, klar. Und, lahmgelegt. Wieder ein kleiner Generator zwischendurch von anderen Tischen. Das ist, wie vorhin auch noch, irgendwie sich mit seinem Gegner, der Imperialen Armee, ein klein wenig anzufreunden. Wirklich viel passiert an dem Tisch, genau wie bei Schofi. Bei denen geht es immer noch sehr voran. Kaiju hingegen hat es leider geschafft, die Phase seines Gegners zu treffen und hat ihn jetzt schon fast aufgeregt. Es sind nur ein paar kleine Spikes unterwegs bei seinem Gegner. Hatte Glück bei einem Land Raider seines Gegners und hat danach dann auch noch mit ein paar Assassinen Cybot und Mies auseinandergenommen. Das läuft dort also gut für Kaio und E-Haube. Und wen hatte ich noch besucht eben gerade? Achso, ja, und TSL ist immer noch ein klein wenig unentschlossen. Es wogt hin und her zwischen ihm und der Konföderatio Helvetica. Da müssen wir nochmal schauen, wie sich das noch weiterentwickelt. Ansonsten aber keine neuerlichen Entwicklungen. Im Allgemeinen läuft das Turnierfeld derzeit auf viele knappe Entscheidungen hin. Keiner kann sich wirklich eindeutig absetzen. Wir bleiben gespannt und vor allem auch hier in unserem Topspiel. Ich gebe zurück an Nadine.
Simon freut sich, er darf aussteigen und Dinge zusammenschlagen. Simon richtet seine Cyborgs aus. Power, hier. Und er fängt an mit Psykraften. Und hat seine Fahrzeuge repariert. Was kommt jetzt noch von Schenkov alles? Es sind inzwischen 1,5 Stunden rum. Hälfte der Spielzeit ist gelaufen.
2 Zoll weit das Gelände bewegen dürfen. Also Lupinus, ich komme momentan aus München, bin nach Dachau gezogen, Ende letzten Jahres. Selbst spielen tue ich auch, ich habe ein paar Tyranniden daheim stehen und ich wollte mir einfach das Turnier mal ansehen, weil ich beschlossen habe, jetzt so langsam auch in den Bereich einzusteigen und Turniere zu spielen. Ja, und dann sind so ein paar komische Leute gekommen, haben gesagt, ich setze dich dahin und kommentiere doch einfach mal. So viel dazu.
Geländetest, die 3 für den Terminator. So, Schussphase. Eine durchgeschüttelte Wende da. Weitere 4 Treffer mit einem Streifer, einem Volltreffer. Der Streiftreffer ging ins Leere, hat sich als schlechten Muster herausgestellt und der Volltreffer wurde dann durchgeschüttelt. Weiter durchgeschüttelt. Feldküren. Vier Wundenstärke 7, 4 Wundenstärke 5. Zwei Volltreffer, nun ist auf der Suche, gibt es Deckung oder auch nicht. Keine Deckung, so wie es aussieht. Und er explodiert. Weiterer Beschuss.
Aha, Laserpointer. Tatsächlich kriegt der Laser. Das soll ich mal normal spielen, Bolletin noch aufmachen, Alter. True Line of Sight. Der Laserpointer kommt irgendwie durch. Jetzt ist die spannende Frage, ob der Laserpointer auch durchkommt, wenn er entsprechend aufsetzen würde. Was hier von Ja geeinigt? Scheinbar wird sich doch nicht geeinigt. Es gibt zumindest ein kleines Pünktchen. Beschiffs aus die Chimäre. Drei Treffer. Ein Volltreffer. Betäubt. Das Feuer auf den Höllenhund wird eröffnet. Und Panzerung. Kein Treffer. Der nächste Trupp genauso auf den Höllenhund. Vier Treffer. Aber nicht durch die Panzerung. Und der dritte Trupp ist auch. Zwei Volltreffer. Eine Waffe weg. Und kann nicht schießen. So, dann habe ich jetzt für euch nochmal einen kurzen Zwischenstand, eine Stunde vor dem Ende. Ich war eben gerade auch nochmal bei Dennis, den ich bis eben gerade schmerzlich übersehen habe, muss ich selber zugeben. Der kriegt von Michael ziemlich fett auf die Fresse. Dennis hat, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, nur noch einen kleinen Razorback und ein paar Springer dazu da, während die fast die gesamte komplette Armee von Michael noch steht. So, soviel dazu. Schnuffi hat jetzt auch die Siegesschiene erreicht. E-Haube steuert auch einem entspannten Sieg entgegen. Hannes, so wie wir ihn kennen und lieben, steht immer noch mitten in der zweiten Runde. Kaio hat mittlerweile, nachdem er alle Fahrzeuge abgeschossen hat, das Problem, dass er die Infanterie nicht wegbekommen hat und steht jetzt also wieder da wie am Anfang. Seine Leute treffen einfach nicht. TSL steuert einem knappen, aber dennoch entscheidenden Sieg dazu. Ja, und das war's dann so im Allgemeinen von den Top-Begegnungen. Gehen wir wieder zurück an den und gleich noch weiter erzählen, wie es hier noch weiter bei Jakob und bei Simon läuft.
die Nahkampf eigentlich, die man bei Bartos gut erkennen kann. Und Lupinus, bist du von Fettzug zurück? Der Manticore, alles auf dem Feld.
Arak, eine Frage. Neben den Dienern habe ich daheim noch so ein Packen Vanillas rumstehen, die ich erstmal bauen müsste. Und ich habe beschlossen, wenn die neuen Chaos Marines kommen, werde ich wohl ein paar tausend Sand bauen. Das ist erstmal genug Arbeit für dieses Jahr. Und Jakob ist gerade in den Runde gekommen. Tja, und da hat die Vendetta ein paar Probleme im Gelände. Das ist doch einer der klassischen Fälle, die immer dann eintritt, wenn man sie nicht braucht.
Die Einheiten, die bei Jakob Punkte bringen, sind der Infanterie, der gerade reingekommen ist, und die Einheiten, die so grandios geschafft ist. Die Punkte in Einheiten, bei Simon habe ich bisher noch nicht ausgewandt. So, gucken, ob die Truppen sich sammeln. Die sammeln sich nicht, weil sie sich sieben sammeln. Das sind, glaube ich, noch diese ganzen, ne? Naja, das sind noch drei Meter. So, der erste Trupp sammelt sich schon mal nicht. Die rennen einfach weiter. Und der nächste Trupp rennen auch weiter. Tja. Begeisterung bei Jakob darüber, dass in jedem Troop Marine ein Hammer vorhanden ist.
Jakob bewegt einen weiteren Trupp ins Gelände rein. Ich weiß nicht, wie gut ihr das seht hinter diesem Vendetta-Wrack. Aber sie bewegen sich theoretisch 3 Zoll ins Gelände hinein. Schwer, weil sie auch wieder runterrutschen. Rammangriff. So, Bewegung abgeschlossen, ein Befehl ist geben. Als erster Befehl auf die Psionika, dass sie doch wieder einen Panzer zerstören. Geht durch. Hat nicht funktioniert. First Rank Fire, Second Rank Fire. Den nächsten Schuss. Weitere 5 Treffer. Die 10 Treffer. Mit einer ganzen Wunde. Eine weitere Wunde. Deckung für das Schwert. Ne, normal. Den nicht bestimmt. Wir gehen wieder zu Marines. Wenn der letzte Befehl hat, geht an die volle Deckung. Volle Deckung für den Kommandotrupp da hinten. Und das funktioniert auch. Da legen sich die Kollegen in den Dreck. Das ist ein Team, das ist ein Team.
Erneuter Befehl für Deckungswürfe, die wiederholt werden müssen, für die Terminatoren. Aber der Befehl ging leider nicht durch. Dann. Achso, Mann, das war der Befehl, der hat geklappt. So. Dann schieße ich weiter ohne Befehle. Flammenwerfer und Boltpistole. Boltpistole hat getroffen. Vier Wunden. Wer geht? Warte, Melderschuss. Ja, alles ja. Ein Tor. Ein Auto. Der Panzer. Ja, das keine bloße Diskussion. Die Vendetta schießt auf den Cyber dorthin. Ist ein Volltreff und zieht die Waffe. Multilaser. Ein Runde. Die Boulder steht. Multilaser beschießt die Gebäude. Und zwei weiter gehen. Nein. Okay. Ja. Okay, dann Jakob geht nun in die Richtung und versucht Panzer zu drücken. Ach, Attacke gegen den Panzer. Gegen den Pass von Jakob Lies. Ein Feuer, zwei, drei Treffer und damit hält den Panzer den Kopf.
Und das war Ende des dritten Zugs. Wir beginnen jetzt Runde 4 und es ist noch 41 Minuten spielen. Wenn ich dich sehe, bin ich unentschieden. Geländebewegung mit 6 Zoll in dem Fall. Ein Panzerschock auf einen einzelnen Infanteristen, der nicht wegrennt. Und es schockt einen Trupp von Psionikern. Die Psionika bleiben, weichen aber ein bisschen zurück. Ja,
Wer nennt es für die Terminatoren? Sie dürfen sich 2 Zoll bewegen. Für den Bot 5 Zoll durchs Gelände und auf das Gebäude. Die Chimäre nebelt sich ein, da hinten. Sie wollte Beschuss auf die Walküre, wenn ich es richtig sehe. Ja. 4 Treffer, 1 Volltreffer, Waffe zerstört. Angriff auf die Vendettas. Ein Volltreffer, 2 Streiftreffer. Streiftreffer. Der Volltreffer. Der Volltreffer ist zerstört. Da ist die Vendetta gerade explodiert und ich habe leider nicht mitbekommen, was darauf geschossen hat. Aha, die Boss schießen. Zwei Streiftreffer, ein Volltreffer.
Ein Volllaufer auf dem Meter dort hinten, aber es ist gestört. 12 Zoll. Vision. Das heißt, soeben haben die einen Sieg geholt. Also als Wissenssieg. Und damit in Führung. Wenn ich richtig bin. Erster Teil des vierten Buches und es sind 29 Minuten gespielt. Ja. Und sie sind niedergehalten, dass sie Vendetta ausgestiegen sind. Unfreiwillig. Der Beschuss am niedergehaltenen Trupp hat den in Deckung liegenden Trupp hat nicht funktioniert, beziehungsweise ja, nicht geschafft. Damit schließt es auf die Meere. Ein Streifschrauben durchgeschüttet. Anbewegungen. Der Moralcheck von der fliehenden Einheit wurde nicht bestanden, dementsprechend wurden die gerade vernichtet. Die andere fliehende Einheit hat den Moralcheck gestanden und wir haben wieder einen Nahkampf.
Ich will der erste Nahkampf für die Great entschieden. Der zweite Nahkampf ist gerade der Rückschlag mit einer ganzen Runde, der auch gefunden wurde. Und gerade wurde, wenn ich es mit einer Sprengladung oder mit einem normalen Angriff, die Waffe zerstört. So, die Nahkämpfe sind abgehandelt. Runde 4. Es sind noch 22 Minuten zu spielen. Und der Manticore. Der Manticore kommt. Ob jetzt noch irgendwas groß passiert? Schwer zu sagen. Eine Bewegung ins Ende. Gut, 19 Minuten.
letzten Spiele sind die fünf heutigen Tage. Erneute Befehle, auf dass die Terminatoren ihre Deckungswürfe erneut mal werfen müssen. Der dritte Versuch in diesem Spiel. Vielleicht klappt's ja mal. Befehl hat funktioniert. Oh, oder vielleicht anders. Ja. Die Schablone weicht ab. Befehl zerstört es auf den Panzer, der das Missionsziel umkämpft. Befehl ist durch. Zwei Schreibschüsse. Nur durch. Zwei Treffer vom Melter. Und der jetzt. Ein Treffer durch die Flammenklone. Ein Rüstungsgeschütz. Das zweite Reno ist betäubt. Keine weiteren Verluste. Der Schuss ist abgehangen.